Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute darum, den perfekten Tapetenleim einzurühren. Und zwar werde ich immer gefragt, Mensch, wie man den klumpenfrei einrührt. Das fragen immer Freunde, Verwandte, vielleicht auch mal auf Arbeit. Und deswegen mache ich heute das Video, denn wir werden heute durchgehen, was nimmt man am besten für einen Kleber, was nimmt man am besten, um den perfekten Tapetenleim herzustellen. Und am Ende machen wir den auch. Und würde ich sagen, lasst uns nicht lange warten, schießen wir rein ins Video und viel Spaß! So, bevor wir Tapetenleim einrühren, müssen wir natürlich erstmal irgendwelchen Tapetenleim haben. Und da nehmt ihr am besten nicht die günstigsten No-Name-Produkte. Nehmt am besten den handelsüblichen Leim bzw. die hauseigenen Marken eures Baumarktes oder ihr nehmt gleich die etwas preisintensivsten Marken, wie zum Beispiel hier habe ich den Methylan-Kleber, der ist perfekt, denn der ist auch einer der teuersten Kleber auf dem Markt, ist aber einer, den man problemlos anrühren kann, der auch wirklich eine hohe Klebkraft hat. Und hier haben wir einen handelsüblichen Kleber, das ist einmal der Tapetenkleister von Marlor Plus und das ist ein handelsüblicher bzw. ein hauseigener Tapetenkleister, der in der Mittelkategorie sich befindet und den werden wir heute auch anrühren. Nachdem wir jetzt geklärt haben, was für ein Tapetenkleister wir anrühren, kommt es jetzt auf die Hilfsmittel drauf an, um den perfekt anrühren zu können. Und zwar nehmen wir bzw. empfehle ich immer einen Akkuschrauber bzw. eine Bohrmaschine mit einem sogenannten Quirl vorne dran, denn damit kann man den am besten durchrühren, den Tapetenkleister. Was ihr natürlich auch nehmen könnt, ist ein sogenannter Schneebesen. Aber Achtung vor eurer Frau. Den könnt ihr natürlich verkehrt rum an dem Pinsel einfach dran kleben und als Verlängerung nutzen. Und so könnt ihr auch mit dem Schneebesen den Tapetenleim anrühren. Oder ihr nehmt einfach einen ganz normalen Pinsel. Mit dem könnt ihr auch den Tapetenkleister anrühren. Ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand wegen des Rühren. Aber damit geht es auch. Nachdem wir die Hilfsmittel geklärt haben, könnten wir theoretisch anfangen mit Anrühren. Nein, bloß noch nicht anrühren, denn der ein oder andere fragt sich natürlich, wie viel Wasser, wie viel Gramm, beziehungsweise was für Tapeten und wie dick sollte der Kleber sein? Alles zu seiner Zeit, denn das erkläre ich euch jetzt. Es ist ganz einfach, auf jeder Verpackung steht drauf, wie viel Kleister auf wie viel Liter Wasser und für welche Tapeten. Es gibt natürlich Strukturtapeten oder dickere Tapeten, da benötigt ihr einen etwas dickeren Leim, beziehungsweise gibt es dann natürlich auch dünnere Tapeten, wo ihr den Leim ein bisschen dünner machen könnt. Das ist aber alles auf der Verpackung drauf, daran könnt ihr euch halten und danach werden wir uns auch richten. So, nachdem die Theorie jetzt geklärt ist, auf zur Praxis. Nachdem ihr die entsprechende Wassermenge euch geholt habt, die ihr benötigt für den Tapetenleim, nehmen wir jetzt unseren Quirl und erzeugen einen Strudel. Den Strudel erzeuge ich persönlich immer mittig, damit das Hinzufügen des Tapetenleims einfacher vonstatten geht. Nachdem ihr euren Strudel erzeugt habt, könnt ihr den Tapetenleim hinzugeben. Entweder ihr macht es an der Seite bzw. oder ihr gebt es in der Mitte hinzu. Wichtig dabei ist, nicht zu wenig hinzugeben, nicht alles mit einmal, sondern in einem geeigneten Maß hinzufügen. Für das Hinzufügen des Tapetenleims nehme ich persönlich eine Tasse bzw. einen kleinen Messbecher, aber ihr könnt auch eine Plastikdose oder einen Plastikbecher oder sonstiges verwenden. Wenn ihr eure gewisse Menge an Tapetenkleister hinzugefügt habt, die ihr benötigt, verrührt das alles nochmal und dann lassen wir das alles für 10 bis 30 Minuten quellen. Kleiner Tipp am Rande, verwendet wirklich einen Quirl oder einen Schneebesen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Denn durch die ganzen Streben verrührt ihr den Tapetenleim viel schneller beim Rühren. So, nachdem der Kleister gequollen ist, rühren wir den im Gesamten nochmal um und dann ist unser Tapetenleim fertig. So Freunde, und das ist das Ergebnis. So rühre ich Tapetenleim ein und wie ihr sehen könnt, habe ich nicht ein bisschen an Klumpen hier drin. Also, mehr ist es nicht und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare und schreibt dann gerne mal in die Kommentare, was ihr vielleicht noch für andere Hilfsmittel habt oder welche ihr davon benutzt auf Baustelle. Und ansonsten viel Spaß beim Nachmachen, beim klumpenfreien Leim anrühren.
Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Maler PJ. Bis zum nächsten Mal und ciao!